Hallo zusammen, hier ist wieder euer Lan, schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können und erkunden, dann Dracheninseln und hier haben wir einmal das Achievement Belagerung der Drachenfluchfestung gemeißelte Aufzeichnungen. Wo müssen wir das machen? Und zwar haben wir ja hier im ersten Gebiet, Küste des Erwachens, hier unten in etwa auf den Koordinaten 28, 70, ein kleines Event und das ist einmal dieser Angriff auf die Drachenfluchfestung. Der findet alle 2 Stunden statt und zwar ist das immer, fängt es immer an zu den ungeraden Stunden, also wie jetzt eben 23 Uhr, 1 Uhr, 3 Uhr und so weiter und dann muss man quasi hier dieses Lager einnehmen. Während dieses Events und auch kurz danach kann man sich ein paar Tafeln holen und die brauchen wir für das Achievement. Am besten macht ihr das halt, wenn das Event hier gerade läuft und die Mobs eh getötet werden oder wenn sie gerade alle tot sind. Und dann können wir dementsprechend uns diese Tafeln holen. Und jetzt bin ich hier gerade unten im Lager und ihr seht schon, ich habe ein paar Wegpunkte aufgestellt. Wir haben hier insgesamt 3 Tafeln und die wollen wir uns jetzt einmal besorgen. Die erste befindet sich hier in dem linken Gebäude. Und hier müssen wir einmal uns dann nach links drehen. Und hier haben wir die erste Tafel, Steintafel, die klicken wir einmal an. Und dann müssten wir schon die erste hier haben. Warte mal, das können wir uns mal rausposten. Und dort sind wir jetzt unten auf den Koordinaten 28, 72. Die zweite Tafel liegt dann im Gebäude gegenüber und dafür müssen wir einmal auch in das Gebäude rein und dann haben wir die ebenfalls an der Wand dran und zwar, wo war die jetzt noch? Irgendwo, ach da hinten war die gelegen, ja die ist ein bisschen versteckter. Seht ihr, die hat auch die ähnliche Farbe wie die Wand, deswegen sieht man die ein bisschen schlecht. Dann haben wir die zweite und die letzte mit dem Tagebuch, die haben wir dann bei dem Boss oben, den wir am Ende von dem kleinen Event hier mal besiegen müssen. Und zwar nicht im Bossgebäude, sondern die ist einmal hinter dem Ding und zwar hier einmal dran und dann klicken wir das Ding auch an und tada, da haben wir das Achievement und dementsprechend von dem Event alles mitgenommen. Es gibt noch einen anderen Erfolg, da gibt es sowas mit so Schnecken. Und den hatte ich euch aber auch schon im anderen Video gezeigt. Falls ihr das nicht kennt, dann könnt ihr da gerne auch noch einschalten. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.